Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Cry of Fear. Nachdem wir in der letzten Episode uns aus der U-Bahn da rausgekämpft haben, die ja da diesen Unfall hatte und jetzt gerade in den Wald geschlagen haben, um vor so einem Kettensägentyp erneut wieder abzuhauen, sind wir zwar jetzt noch weiter im Wald, aber so langsam beginnt es, dass wir jetzt auf gegnerische, ja, Kreaturen halt stoßen, die uns halt auch angreifen. Was ich mir natürlich alles andere als spaßig gerade vorstelle. Vor allem, da wir in der vorherigen Episode noch irgendwie eine Art Holzfäller oder irgendwas gehört haben, dass da jemand wohl Holz am Schlagen ist. Und ja, dass da wohl irgendwo wir auf jeden Fall nicht alleine im Wald sind. Oh, oh, was? Bitte. Warum hechelt die denn? Hat denn so, vor allem sieht aus wie ein weiblicher Charakter. Ich hielt aber von der Stimmfarbe her wie ein Kerl. Mann, das macht ja jetzt direkt wieder Spaß, ey. Blatt. Ich habe keine Tasche. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir auch unsere, dass wir die Umhängetasche wieder bekommen. Irgendwie. Was? Drop me? Wie? Drop me? Grafikfehler. Ja, toll. Drop me. Nee, doch nicht. Das ist ein Fern. Moment. Warum ist der Fernseher an? Warum ist da Strom drauf? Und. Hä? Drop me. Und ich muss jetzt natürlich die Schere benutzen. Wir jetzt halt da drüben liegen lassen haben. Also, Scherenblatt ist hier drin. Da. Left half. Och nein, ne? Sag mir jetzt nicht, ich muss jetzt. Sag mir jetzt nicht, ich muss jetzt die komplette. Jetzt noch die zweite Hälfte von der Schere finden. Ja, wahrscheinlich muss ich die zweite Scherenhälfte auch noch finden. Wirkt für mich zumindest so. Blöd, ey. Ich meine, die einzelne Klinge wird doch wahrscheinlich scharf genug sein. Oh! Was ich gerade sagen wollte, das wird doch die einzelne Klinge doch so scharf genug sein, um da das Seil da durchzuschneiden. Da ist die zweite Scherenhälfte. Irgendwas muss ich jetzt abwerfen. Entweder bin ich jetzt eine Zeit lang unbewaffnet. Right half. Scheiße, ich renne jetzt einfach durch. Wenn ich verfolgt werde, werde ich halt eben verfolgt. Das ist mir scheißegal. Lalala. So. Nehmen das Ding kurz. Abgeworfen. So, kombinieren mit dem hier. Ich meine Lampe wieder aufheben.
Und wir benutzen die Schere. So, Schere ist benutzt worden. Hier lag noch irgendwo ein Knüppel rum. Ja, Knüppel. Zwei. Den setzen wir auf 1. So. Jetzt sind wir wieder bewaffnet. Yay, und es geht weiter. Meine Fresse. Was? Watch out for the trees. Okay. Auf die Bäume? Ich soll auf die Bäume achten? Oder auf Bäume achten? Out for the trees, okay. Es ist irgendwie. Es ist wieder so verdammt still, ey. Ich hasse es, wenn es so verdammt still ist. Ich hab's lieber, wenn lieber es irgendwie wie heißt, eine Art bedrückende Musik wohl herrscht. Finde ich irgendwie angenehmer. Naja, bedrückend in Anführungszeichen. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas gehört. Boah, ey. Das ist genau das, was ich immer angesprochen habe. Wenn es halt so verdammt still ist, dann wird es auf einmal urplötzlich laut, erschreckt man sich viel schlimmer als vorher. Kuh. Schreie wen anders an, aber nicht mich, ey. Willst du mir jetzt sagen, dass ich hier nicht durchkomme? Boah, bin ich froh, wenn ich hier raus bin, ey. Ich halt's nicht mehr aus, ey. Bin wahrscheinlich wieder irgendwo andere, die mir hier noch anschreien wollen. Warum ist es, dass diese Schreie auch immer so laut sein müssen, ey? Das verstehe ich einfach nicht. So, fernab von dem Weg. Gleich fällt wieder wahrscheinlich eine irgendwo vom Dings runter und schreit mich an, obwohl die Figur relativ ungesund aussieht, als wenn sie noch in der Lage wäre zu schreien. Und es geht. Ist das so eine gute Idee, hier reinzugehen? Und es ist wieder so ein. Wieder so verschwommen, das Ganze. Yay. Aber die Abstände von diesen komischen, ich nenne es jetzt einfach mal so Halluzination oder Traumeffekten. Die Abstände zueinander werden irgendwie kürzer. Jetzt werden wir halt immer und immer mehr verrückter werden. Oder zumindest der Simon halt immer verrückter wird von
Moment zu Moment. Hüpf, hüpf. So. Also noch. Das war ganz schön laut, das Ganze. Hä? So gewollt? Sollte ich da runterfallen? Es wird immer extremer, ey. Das ist unfassbar, das Spiel, ey. Was? Okay, anscheinend sind wir jetzt wieder aus dieser... Ja, aus dieser Sequenz. Wohl raus. Wie ich schon zu Anfang angedroht habe, sobald das Spiel durch ist, bin ich mit Sicherheit sowas von angegraut worden, ey. Es regnet auch noch, beziehungsweise gewittert es auch noch. Ja, okay. Gewitter finde ich erstaunlicherweise nicht so schlimm. Als, jetzt mal totale Stille. Okay, das Geplätscher vom Regen und sowas wird wahrscheinlich einige... Oh, das ist der Doktor. Was ich gerade sagen wollte, ist wahrscheinlich, dass das Geplätscher halt einiges an Schritten und sowas halt vom Sound her wohl verschlucken wird. Aber... alles zerstört und wird nicht funktionieren. Rennen wir einfach mal dem Doktor hinterher. Und wir sind hier. Eine Psychiatrie? Mental Hospital. Psychiatrie ist das. Oha. Boah, diese Schreie da drin ist. Also wenn... Wenn jetzt diese Psychiatrie wirklich so dunkel ist, also komplett so dunkel ist und man am laufenden Band hier diese Schreie hört, ey, mein lieber Scholli, ey, ich glaube, dann kann man mich selber einweisen. Ach, ey. Tief durchatmen. Wir wollen da rein. Naja, was heißt wir wollen? Wir müssen da rein. Alter, nein, ey. Kann das Heim ja nicht einfach irgendwie nach Hause?
geschossen von der anderen Seite. Das ist dann alles so duster ist. Also richtig zappen duster das Ganze. Okay, die Schritte waren die Schritte gewollt. Wir gehen erstmal nach links. Boah, er so zappt. Ich will eine vernünftige Taschenlampe wieder haben. Diese 2 Meter Blickradius, die sind echt scheiße. Ich hasse es. Ich weiß nicht, was am Ende eines Gangs auf mich wartet. Und das ist... Also Hut ab an die Entwickler. Also auch wenn das Spiel wirklich nicht so grafisch die Bombe ist, also Atmosphäre können die auf jeden Fall. Ich traue mich überhaupt nicht schnell loszulaufen, ey. Zumal jetzt das auch wieder so still ist, ey. Ich wünsche mir echt irgendwie so ein bisschen Hintergrundmusik oder irgendwas. Aber jetzt. Bin hier gerade am Sabbeln und am Sabbeln und am Sabbeln und oh Mann, ey. Und auch die Schreie, ey. Wie gesagt, Atmosphäre, Hut ab an die Entwickler. Atmosphäre habt ihr auf jeden Fall sehr gut drauf. Ging für. Achso, Rauchen verboten. Okay, also nach links geht's schon mal nicht. Oh, ey. Da geht's auch nicht lang. Oder ist das? Hier ist ein Lift, in dem ich nichts anfangen kann. Strom, um irgendwas zu öffnen. Gehen wir mal hier rein. Ich bin gerade echt mega angespannt, ey, aber so richtig. Für Schreie, ey. Ich meine, wenn man sich jetzt mal zurückerinnert, dass ja bei einer Unterhaltung von einem Doc, zumindest seine Aussage von irgendeinem Arzt, ja gesagt worden ist, dass ja der Simon, also wir, dass dieser ja halt aufgrund seines sozialen Umfelds und wegen der Schule etc. halt mental schon gebrochen ist, also oder mental instabil ist und unter Halluzination etc. leidet, dass dieser höchstwahrscheinlich auch aufgrund seiner, ich sag jetzt mal, seines Unfalls, wo er, so wie es aussieht, ja auch durch Querschnitts gelähmt worden ist, sowas von in eine tiefe Depression gestürzt ist, dass er in eine psychiatrische Anstalt gelandet ist. Und wie ich auch zuvor auch schon mal gesagt habe, dass er wohl eventuell die, dass eventuell das Ganze, ja, irgendwas ist, woran er selber irgendwie geknabbert hat etc., der Simon, dass das halt alles Sachen sind, die er erlebt hat. Diese Schreie, die wir vielleicht in diesem Hospital hier hören oder in dieser mentalen Klinik, könnten, glaube ich, auch die Schreie von Simon selbst sein. Also, so wie ich es mir gerade denke.
Gut. Will hier nicht rein. Also, wenn das wirklich so der Fall sein sollte, dass das Ganze hier, diese Schreie halt wirklich die Schreie von Simon sind, dann tut mir das wirklich echt sehr leid, was diesen Simon widerfahren ist. Also, wie gesagt, wenn das wirklich so ist, was ich mir jetzt gerade so zusammenspinne oder halt vorstelle. So, wir haben hier eine Taschenlampe. Inventory ist full. What? So, warte, drop. Wir lassen das mal fallen und nehmen die Taschenlampe. So. Was schon mal gut ist. Locate the Doctor. Okay. Okay, das war jetzt aber gerade ein ziemlich leichtes Rätsel. Ich habe einfach irgendwas gemacht und es hat funktioniert. Ja, toll. So, aber... Nein. Nein. Und ich packe noch auf 1. Was schieße ich nämlich auf... Matt? Fange ich etwa jetzt an, wieder Gegner zu bekommen? Wenigstens habe ich jetzt eine Taschenlampe, womit ich halt ein bisschen besser leuchten kann. Oder ein bisschen mehr sehe. Oder hoffe, mehr zu sehen. Ich hätte eigentlich immer noch gerne meine Sachen zurück. Also die Pistole etc. Okay, hier geht es sowieso nicht weiter. So, die Tür ist offen. Ich meine, ich habe keine Pistole, mit der ich... Was zum... Sag mal, ist da gerade ein Kind bei dir aus dem Bauch rausgekommen? Inventory full. Warte, dann schmeißen wir das hier weg. Drop. Nehmen wir die Pistole auf. Oh. Na, bevor wir hier reingehen, gucken wir mal. Tür ist auch nicht verschlossen. Eine Bowlingbahn. Eine Bowlingbahn. Und irgendwie. Purnell Note. There's something strange about the Dr. Purnell. Dr. Purnell. Kann das sein, dass das dieser komische Doktor mit der Maske ist? Also dieser besagte Doktor da gerade aus dieser Notiz. Moment mal, erstmal. Können wir ein bisschen Lebensenergie gebrauchen? Also. Seife. Regeln. Können wir natürlich alle lesen? Das wäre so lustig gewesen, wenn ich jetzt die Bowlingkugeln anschubsen könnte. Inventory full. Da ist eine andere Pistole. Okay.
Was war das denn jetzt gerade? Okay. Machen wir mal weiter. Die Nase juckt die ganze Zeit, das nervt gerade richtig. So, dann schleichen wir uns mal weiter hier durch. Oh! Nicht da. Schrotflinte und Schrotflintenmunition. Jetzt ist die Zeit, sich zu entscheiden. Ich würde sagen, die Entscheidung treffen wir in der nächsten Episode. Was meint ihr zu meiner Theorie, die ich vorhin erwähnt habe, ob da diese Schreie, die wir jetzt hier auf dieser, in diesem Gebiet hören, ob das die Schreie von uns selber sind, ja, dass das halt alles ist, was vielleicht unser Simon halt in der Vergangenheit so erlebt hat, halt nochmal irgendwie nochmals durcherlebt. Bin ich echt gespannt. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode von Cry of Fear. Bis dann. Ciao.